Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir haben letztes Mal einige Items geholt und sind dann in Traviak Garden gegangen. Selfie wartet auf dem Sportplatz. Ich glaube eigentlich, sie ist noch woanders zu finden. Soweit ich das weiß, wenn wir hier die Szene mit dem Teddybären abgeschlossen haben, dann können wir hier nochmal auf den, also nochmal auf den Friedhof gehen. Wenn ich mich richtig erinnere. Und dann müsste. Ah ja, hier ist nochmal Selfie. Keine Ahnung, wie sie jetzt so schnell hier auf den Friedhof kommt. Okay. Ich weiß so nicht, ich weiß nicht, ob jemals aufgeklärt wird, mit wem sie hier redet, aber. Entweder sind das ihre Geschwister oder ihre Eltern. Es könnte fast sein, dass das ihre Eltern sind. Ja, gut. Können wir mit ihr reden auch noch? Nein. Hier ist nämlich zugesperrt nachher. Also unbedingt die Thimbermaniacs vorher lesen. Ich glaube, man kann, wenn man sich nicht vorher liest, muss man zuerst die ziemlich lange Story-Sequenz machen, die jetzt kommt. Und das ist übrigens die, Selfies Freundin ist übrigens die, die ihre Karte hat. Und die hat übrigens auch die Random-Regel. Also die tun wir uns jetzt nicht an. Vielleicht probiere es, also ich probiere es nach der Story-Sequenz nochmal, aber. Was? Choco Wars. Wie auch immer. Dürften wir über irgendeinen Sportspieler reden oder so? Ich weiß nicht. Das sehe ich irgendwie genauso, ja. Ziemlich gefährlich. Kleine Kinder, die könnten sich da einklemmen. Okay, hier links geht es weiter zum Basketballfeld und ja, man merkt, die Musik geht aus und jetzt wird es ziemlich lange. So. Wir warten jetzt mal auf Selfie. Und ja, ich weiß nicht genau, warum die dauernd über die Gegner reden. Galvadia macht sich übrigens offenbar keine großen Gedanken über den Tribal Garden mehr. Weil sie haben ja schon alles zerstört. Also Tribal stellt offenbar keine Gefahr mehr dar. Deswegen gibt es hier offenbar keine Gegner. Und es wird auch, soweit ich weiß, gibt es hier nie Gegner. Also man berichtige mich, falls ich hier Blödsinn rede. Hier natürlich wieder alle ansprechen, damit wir wissen, wie es weitergeht. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt versuchen zu gehen oder so. Ja, genau. Alle ansprechen, dann versuchen zu gehen und dann müsste eigentlich Seife kommen. Hey, sie hat einen Basketball mitgebracht. Spielen wir jetzt ein kleines Match? Sind die? Sechs Leute? 3 gegen 3? Kein Problem, oder? Wir müssen nur aufpassen, dass der Ball nicht in die Spalten hier reinfällt. Und wie auch immer. Oder wir könnten darüber diskutieren, wie wir die Hexe jetzt schlagen. Auch eine gute Idee. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, sie wird nicht so einfach aufgeben, oder? Zumindest hat es bis jetzt nicht so ausgesehen. Ein Wissenschaftler soll eine friedliche Lösung finden. Gut gemeint, aber in dem Fall. Dann glaube ich auch Wissenschaftler nichts dagegen tun. Ich bin übrigens ziemlich müde. Und das wird sich mit der Story-Sequenz jetzt nicht verbessern. Naja, die ganzen. Ja, was? Die ganzen Gedanken von Squall sind natürlich. Wie immer. Sehr düster angehaucht. Ich hoffe, ihr könnt so schnell lesen. Also ich drücke die Screens so deswegen so schnell weiter, weil ich sie eh größtenteils kenne, beziehungsweise mitlese auch. Und damit es schneller weitergeht, weil die Szene dauert wirklich ziemlich lange. Also, nee, also die Szene, die Story-Sequenz hier, wo alles erklärt wird.
Ja, du gehörst schon sonst dazu. Den Punkt, wo du nicht sonst dazu gehörst, haben, da sind wir schon lang vorbei. Naja, so düster brauchen wir es dann nicht betrachten, oder? Guter Wurf, Erwin. Oder so. Und Erwin erzählt uns jetzt aus seiner Kindheit. Und er ist offenbar in einem Waisenhaus aufgewachsen. Mit vielen, vielen anderen Kindern. Ah ja. Erwin, lass uns spielen. Hey, Selfie? Seffi? Was? Sephiroth? Nein, das ist natürlich nicht Sephiroth. Es ist Selfie. Warum Selfie hier auch im Waisenhaus war, das erfahren wir gleich, hoffentlich. Ja, das ist ein Haus aus Steinen. Hey, wieso kennst du das? Was passiert hier eigentlich? Waren die alle drei in dem Weißen Haus? Weißen Haus. Ah, man konnte sich daran erinnern, aber Selfie und Kiste ist offenbar nicht. Ja, wer ist das? Oh, selber auch dort. Ja, dann fehlt dann nur mehr. Da fehlen ja nur mehr zwei, oder? Ich verstehe das nicht wirklich ganz. Hat Zell nicht gesagt, oder hat Zell nicht seine Mutter in Ballamt da? Was ist mit der? Zählt die jetzt nicht, oder ist das nur seine Adoptivmutter? Ja, wir müssen hier als Squall's Geist einfach hier weitergehen. Hey! Ist das nicht das kleine Squall aus den Rückblenden? Der ist auch hier? Hä? Was ist beschämend? Und hier einfach zum Strand untergehen. Ich habe ziemlich lange Zeit gebraucht, bis ich da gewusst habe, wo ich hingehen muss. Es wird leider nicht gesagt oder angezeigt. Schade, schade. Wenigstens können wir jetzt wieder laufen. Ich glaube, so sah es schon aus. Also, du erinnerst dich schon richtig. Genau, das ist ein Leuchtturm und das Meer und ein steinernes Waisenhaus. Ziemlich idyllisch. Ich stelle es mir nur mit dem Heizen etwas schwer vor. Aber vielleicht liegt es so weit südlich, dass man dort nicht heizen braucht. Kann ja auch sein. Spielverderber, Spielverderber. Ja genau, was ist mit seinen Eltern? Ich glaube, er erwähnt dann noch, dass das seine Adoptivmutter ist. Ja, genau. Was ist hier los? Hey, der komische mit den... Ist das nicht? Ja, wer ist das? Ich habe schon eine leise Idee, oder? Das ist nämlich Cypher. Der war nämlich auch dort. Und Cell und Cypher haben sich dort schon bekriegt, wie nur was. So, wir müssen hier dann da rausgehen, glaube ich. Ja, genau. Also, fast alle unsere Hauptcharaktere und sogar Cypher waren, wie sie klein waren, in einem weißen Haus. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Squall war natürlich auch dort und das war der kleine Junge da mit dem orange-schwarz gestreiften T-Shirt. Und er war damals schon immer ein Einzelgänger und hat auf Elion gewartet, die übrigens auch dort war. Wer hätte es anders erwartet? Und ein nächster Facepalm von Squall. Ja, genau. Fehlt da wieder? Nein, das war's schon. 1, 2, ja. 7 waren's, ne? Also die 6, die wir schon kennen, und Leon halt auch. Alle waren dort im Weißen Haus, nur Renoir war nicht dort. Renoir hat nämlich eine eigene, ziemlich interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber. Wenn nicht, dann mache ich es sicher irgendwann nochmal. Genau. Ja, warum haben alle das vergessen, außer Irvine? Fragen wir Irvine mal. Er sagt es nicht. Genau. Es ist ziemlich eigenartig, dass ich quasi niemand daran erinnern kann, außer Irvine. Aber das wird auch noch aufgeklärt. Ja, da stimmt doch was nicht. Eine gute Idee, ja? Da kann irgendwas nicht stimmen. Die wurden dann alle zu Stiefeltern weiter geschickt und sind relativ schnell in den Garten gekommen. Und im Garten ist etwas passiert, und zwar, ich weiß nicht, ob es gleich erwähnt wird. Ja, okay, jetzt wird nochmal rekapituliert, dass wir wirklich das alle waren und dass wir die gleichen Persönlichkeiten wie damals schon waren. Na, wie auch immer. Ah, okay. Deswegen war Kisses also verknallt in Squall. Ah, okay. Geschwisterliebe. Das erklärt natürlich alles. Und das war's? Ah, okay. Ja, wieso kann sich... Genau, das ist also der Grund, warum die beiden sich immer so haken. Oh, jetzt kommen wir dem Kern auf der Sache auf den Grund. Dem Kern auf die Sache. Was? Die GF löschen nämlich langsam unsere Erinnerungen aus. Genau. Und deswegen konnte sich quasi niemand daran erinnern. Genau, Irvine konnte sich deswegen daran erinnern, weil er bis vor kurzem keine GF verwendet hat. Ja, das glaube ich fast gar nicht, oder? Hattet ihr nicht in Terabia auch schon GF-Training? Aber wir müssen übrigens immer den ansprechen, auf den das Gespräch gerade hindeutet. Ja, und sie erklärt uns, dass sie mit 12 schon eine GF bekommen hat. Genau, sonst hätte er sie auch sich erinnern müssen. Ah, okay. Ja, was machen wir jetzt? Das und noch vieles mehr sehen wir nächstes Mal, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.